Schön, dass du wieder reingeklickt hast. Und jetzt sind wir am Finale, im Finale angekommen von Shandala mit der Kampagne der Remasuri. Schwarm wartet auf uns. Wenn wir ihn besiegen, dann haben wir das Deck auch freigeschaltet. Von daher, das wird lustig mit dem zu spielen. Ich möchte sie haben. Esnelek, Remasuri-Schwarm. Große Kreaturen. Ja, starke Kartensynergie. Also die Kartensynergie ist echt übel. Nicht sehr flexibel. Tempos langsam. Am besten ist ein Remasuri-Deck gleich mit Removals loszubekommen. Und die besten Removals habe ich immer noch hier drin. Ich sollte vielleicht das rote Deck ein bisschen mal anpassen. Mittlerweile weiß ich ja, worauf sie ankommt. Zeit für ein Duell. Esnelek, du bist dem Gebiet des Schwarms zu nahe gekommen. Jetzt stehst du vor seinem Schamanen. Er herrscht dich mit Klick- und Zischlauten an und umklammert mit seiner Klauenhand ein geätztes Fossil wie einen Talisman. Seine Artgenossen sammeln sich in der Nähe und bewegen sich unruhig. Alles klar. Mir geht's gut. Oh, das ist riskant. Ich behalte sie. Sehr riskant. Eigentlich ist die Hand nicht sehr geeignet für einen schnellen Start. Okay, grüne Karte. Im Moment macht er noch nichts. Ich glaube, er fängt mit 2 Mana an mit den Remasuri. Okay, nicht gut. Immerhin habe ich schon mal einen. Ich brauche Mana als nächstes. Sonst habe ich echt üble Probleme. So, kommt gleich mit einem Remasuri wahrscheinlich. Und? Nein? Okay. Fuck. Das ist kein Mana. Ich habe jetzt ein sehr großes Problem. Das Mana hätte mir jetzt sehr gut getan. Am wichtigsten natürlich wäre die Sicherheit gewesen. Aber die Karte ist auch schon mal sehr geil. Kann ich einen bösen Remasuri loswerden? Das ist kein böser. Das sind einfach nur wahllos Remasuris. Können böse werden. Ja, endlich. Land. Und jetzt brauche ich den da. Unbedingt. Bei Remasuri ist es immer wichtig, sobald sie klein sind, hoffen, dass er blockt. Hoffen, dass er blockt. Block mit einem Remasuri. Ja! Weil die werden halt immer im Schwarm stärker. Und wenn einer gleich weg ist, ist es immer besser. Remasuri sofort klein halten. Die dürfen nicht wachsen. Zum Beispiel mit so einer Karte. Das ist ein guter Remasuri. Ein sehr guter sogar. Macht alle +1/+1. Das ist eine böse Karte. Eine sehr böse Karte. Nein! Nicht meine Hoffnung. Das war meine Hoffnung. Ich bin so traurig. Dafür nehme ich ihm seinen hässlichen kleinen 2-2er. Ich habe bloß 1/+1 gehabt. So, denkt er wohl, er ist der Einzige, der spielen kann. So, weg mit dem Viech. Der Jagdremasuri muss aus dem Spiel genommen werden. So. Ja. Immer noch kein Mana. Mana wäre nicht schlecht. Ja, eine Ebene. Nein, ich brauche die Ebene, nicht du. Was kommt da? Eile. Boah, ist böse beim Remasuri-Deck. Da kann er immer sofort was spielen und gleich angreifen. Er braucht Länder. So sieht's aus. Mana hat er eigentlich keine Probleme mehr. Jetzt greift er für 3 an. Gut, gut. Er wurde schon schneller. Der hat eigentlich seine Maximalgeschwindigkeit schon draußen. Jetzt kann er eigentlich nur noch starke Kreaturen raushauen. Ah, eine Kreatur. Sehr gut. Oder? Nein. Oh, ich brauche aber eine Kreatur. Nein. Ah, oder? Ach komm, was soll's. Noch habe ich 15 Leben. Eigentlich bringt mir die nämlich nichts. Ich werde mit der mit Sicherheit nicht blocken.
Ja. Auch eine gute Karte. Plus 0, plus 1. Dann werden sie alle hinten stärker. Schock. Willst du mich verarschen? Eine Handkarte hat er noch. Ah. Und greift für 5 an. Er hat wirklich gute Handkarten. Mir fehlt ein Land. Das ist das ganze Problem an der Sache. Oh. Ach komm. Shit, nein! Ah, oh, ja gut, ich bin nochmal dran. Ich brauche ja nicht das ganze Mana. Deswegen kann ich das ruhig ausspielen, auch wenn es nichts bringt. So. Was kommt jetzt? Nochmal ein Eile Ramazzuri. Gut. Boah. So, auf wen? Genau, auf dich. Weg mit diesen. Plus 0, plus 1. Jetzt brauche ich ein Mana. Das. Oh! Endlich habe ich mal Schicksalsstunde. Falls du 5 Lebenspunkte erwähnt hast, bringt stattdessen 5 dieser Spielersteine ins Spiel. Yes! Oh ja, die Karte war jetzt auch gut. Bam! 5 2-2er Kreaturen. Da machen deine Ramazzuris gar nichts. Gar nichts machen die. Außer jetzt kommt natürlich ein böser Ramazzuri. Was spielt er? Was kommt jetzt? Ah, ein Land. Nö, das macht mir keine Angst. Das ist böse für ihn. Das ist böse. Jetzt kann ich angreifen. Greifen wir mal mit 3 an. Dann habe ich immer noch 3 Blocker. Sehr gut. Er blockt sie weg. Schon hat er keine Ramazzuris mit Eile mehr. Finde ich geil. 5 Leben habe ich noch. Das wird knapp. Oh, der zieht nichts Gescheites nach. Verdammt. Verdammt. Alle kriegen plus 2, plus 0. Ach, ein Land. Auch mal hier nett zu sehen. Ah ja, passt. Passt, passt, passt. Soll er nur angreifen? Ja, versuch's doch. Angriff überspringen. Du, du, du. Das ist jetzt blöd. Aber ich habe wieder Hoffnungen. Wenn ich jetzt noch ein Land bekomme, dann kann ich meinen tödlichen Engel rausspielen. Der holt sich La Mana. Ja, Diese Karten sind hauptsächlich dazu gedacht, der hat nämlich 3 verschiedene Farben, um auch die richtigen Farben zusammenzukriegen. Oh, perfekt. Perfekt. Böse Karte. Und schon ist der Machtremasuri eliminiert. Schnucki. Lass mal einen zurück. Ach, Quatsch. Wir greifen mit allem an. Wir sind der Vernichter. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass er blockt. Haha. Der Schwarm hat gegen meine Menschenarmee verloren. Kann man eigentlich jetzt schon glauben. Leben wieder dazu bekommen. Wunderbar. Wie ein Zuckerstückchen geht das jetzt von der Hand. Nom, 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 nom. Was haben wir hier? Oh, der Remasuri hätte den schon von Anfang an gehabt. Hätte wahrscheinlich seinen Sieg bedeutet. Aber ohne den. Die ganze Zeit ohne den. No chance. Jetzt bringt dem nämlich sein Erstschlag gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Ich greife mit allem an und habe ein neues Deck freigeschaltet. So sieht's aus. Ja, du willst mit deinem Erstschlag nicht angreifen. Du hast keine Chance.
Ja, und noch ein Mensch. Ja, Sense des Todes. Und jetzt hier, ja, heiliges Licht von Elgau. Yeah, Erwerb des Remasugi-Fossils. Das war ein Sieg. Oh ja, ein neuer Removal. Das Deck. Okay. Viele neue Sachen. Ein Remasuri-Deck. Wisst ihr was? Das schauen wir uns doch gleich mal an. Nein, Friday Night Magic. Klar, immer mal hingehen, wenn ihr Workout. Das ist eine geile Sache. Alara. Hm. Okay. Nein, das hören wir uns beim nächsten Mal an. Ruhig. Wir wollen die Deckverwaltung anschauen. Wir wollen das Remasuri-Deck mal anschauen. Oh, es funkelt so neu. Okay, was ist drin? Ja, genau. Viermal Terramorphic Expanse, oder wie das heißt. Immer ändernde Weite. Damit kann er einfach opfern und getappt ein beliebiges Land ins Spiel bringen. Wichtig, weil er ja drei verschiedene Farben spielt. Zweimal den Erstschlag Remasuri. Oh, er hat auch zwei Removals. Drei, vier, fünf Removals. Sehr gut. Die Karte ist natürlich geil. Plus eins Farbe. Noch mehr Länder suchen. Der ist scheiße. 2-2 Artefakt. Kann nix. Plus 0, plus 1 ist gut. Eile würde ich jetzt nicht so oft reintun. Schwierig. Nochmal Länder. Also der hat viel Ländersuche. Das ist ein ultimativ starker Remasuri. Alle kriegen Doppelschlag. Er ist auch eine böse Kreatur. Stellt euch mal vor, ihr habt zum Beispiel 5 Remasuri. Greift an, dann könnt ihr erstmal 5 Schaden verschießen. Bevor überhaupt geblockt wird. Dann hier plus 2, plus 0 für alle. Das ist gut. Das ist sehr mächtig. Plus 3, plus 3. Das, naja. Schauen wir mal, was kann man freischalten. Also ist es nochmal so ein mächtigen. Sehr gut. Auch nicht schlecht. Unzerstörbarkeit. Auch, aber auch nicht gut. So, was ist das? Fügt 5 Schaden zu dem Auftrag. Okay. Eine sehr gute Karte. Das ist ein guter Removal. 5 Schaden. Kann man sehr gut gebrauchen. Nochmal plus 2, plus 0. Ja. Noch ein Removal. Doppelschlag. Sehr gut. Mit dem Leichnam haben wir einen Nicht-Spielstein. Dann bringe ich diese Karte ins Spiel. Auch gut. Ja, den kann man gebrauchen. Ja, okay, das mit der Unzerstörbarkeit muss ich mir überlegen. Eine Verzauberung. Eine sehr mächtige Verzauberung sogar. Schon wieder, stellt euch mal für 5 Kreaturen, 5 Remasuri, greifen an, kriegt jede einzelne plus 5, plus 0. Damit kann man überrennen. Da machte Trample Remasuri auch Sinn. Ach, verflucht. Wollte mich natzen. Nochmal ein Removal. Gut. Götterdämmerung. Witzig. Aber in diesem Deck eigentlich, Eigentlich? Naja. Weiß nicht. Was soll ich denn eigentlich? Bringe ihre Karte zu Beginn. Was? Damit, hä? Können keine Kreaturen mehr sterben, oder wie? Nochmal Eile brauchen wir nicht wirklich. Das ist ein wildes Paar. Gewerkt hast, kannst du da bringen. Ach, eine Verzauberung. Oh, das ist natürlich in einem Remasuri-Deck echt stark. Immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, kann man eine neue Kreatur suchen und sie ins Spiel bringen. Ja, den nochmal zum Schießen. Nochmal ein Removal, sehr gut. Nochmal die Rettungsleine. Spiegelwesen, Wandellicht. Alle Kreaturen, die du kontrollierst, sind bis zum Ende des Zuges XX und haben alle Kreaturentypen, die du kontrollierst.
Sind bis zum Ende des Zuges XX. Ja, das sind Finnische. Erstmal sind die alle Remasuri dann, kriegen also die Boni. Wenn man vielleicht 5 Mana hat, sind sie alle erstmal von Grund auf 5-5. Plus die anderen Zusätze. Wer war denn gerade 100? Überlebend. Survival of the Fittest, ach so, ja klar, kennen wir doch. Damit kann man einfach, Kreaturen austauschen. Wenn ich einen billigen Remasuri habe, kann ich damit einen mächtigen suchen, falls ich das brauche. Beziehungsweise ich kann mir die Remasuris zusammenmixen, wie ich sie will, und das ist mächtig. Schon wieder das mit der Zerstörbarkeit, Götterdämmerung nochmal, Zerstörer aller Länder. Nochmal suchen nach Remasuri. Was ist das? Die verzauberte Kreatur. Plus 2, Lebensverknüpfung und Trample. Nochmal ein Removal? Oh, ich glaube, das Remasuri-Deck wird echt mein Lieblingsdeck. So viele Removals. Okay, wirke dem Brutalen ein Spontanzauber. Prügel nur während deines Zuges, nur während des Kampfes. Bestimme eines. Alle Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Geil. Einfach nur geil. Oder enttappe alle Kreaturen, die du kontrollierst, und es gibt nach dieser Phase eine zusätzliche Kampfphase. Geil. Einfach nur geil. Und Verflechtung, hätte ich 7 Mana. Könnte ich beides machen. Alle kriegen Doppelschlag und eine 20. Kampfphase. Okay, nochmal wildes Paar. Und das titanisches Ultimatum. Eine wunderbar goldene Karte. Bis zum Ende des Zuges erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, +5/+5 Erstschlag sowie Lebensverknüpfung und verursachen Trampelschaden. Ja, das ist der ultimative Finisher in einem Remasuri-Deck. Ich sehe schon, das Remasuri-Deck, das muss ich mir echt mal zu Gemüte führen. Das hat echt ein paar geile Karten drin. Aber schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Liken, falls es euch gefallen hat. Und falls ihr die Remasuris sehen wollt, schaltet beim nächsten Mal oder klickt beim nächsten Mal wieder mit rein. Danke und ciao.